Die Pinzgauer Golfclubs Zell am See, Kaprun, Mittersill und Urslautal in Maria-Alm-Saalfelden haben sich vergangenes Wochenende zusammengetan, um gemeinsam ein dreitägiges Golfturnier zu spielen, bei dem nicht nur der Sport, sondern vielmehr auch der Genuss in der Region im Vordergrund stand. Bewegung und Sport sowie bewusste und vor allem genussreiche Ernährung sind das A und O eines Menschen, der auf seine Gesundheit bedacht ist. Beides in Einklang zu bringen, war die Idee, die hinter dem Pinzgauer Golfturnier steht. Die Pinzgauer Tour, die gibt es ja schon länger und das war irgendwie abgeflacht und da haben wir gedacht, das passt doch ganz gut, wenn man die regionalen Produkte, also die Genussregion Österreich, aber jetzt speziell Salzburger Land, dazu nehmen und das kombinieren. Margit Renz ist leidenschaftliche Golferin wie auch Wirtin, die der Vereinigung Beste österreichische Gastlichkeit angehört. Zur Vereinigung passen vor allem Gastbetriebe, vom gutbürgerlichen Wirtshaus bis hin zum Gourmet-Restaurant, die sich die echte Gastfreundschaft und die Verarbeitung hochqualitativer regionaler Produkte zu Herzen nehmen. Die Kooperation Beste österreichische Gastlichkeit und die Genussregion Österreich besteht darin, dass wir Wirte die herrlichen Produkte von den Genussregionen, von den Produzenten verarbeiten dürfen. Und wir nehmen nur das Beste von denen und es gibt auch nur das Beste. Wir verarbeiten das und dürfen es unseren Gästen kredenzen. Der Pinzgau ist eine Genussregion, der mit seinen Produkten die Ortschaften immer wieder miteinander verbindet. Demnach sollten auch die drei Golfclubs und deren Mitglieder wieder mehr zusammenspielen, was an den drei Golfturniertagen wunderbar funktionierte. Das ist ein Pilotprojekt und dieses Mal, dass man drei Turniere auf einmal spielt. Und es gibt eben die Einzelwertungen in jedem Club und heute Abend werden alle drei Turniere zusammengezählt und da gibt es nochmal eine Gesamtwertung. Und das wird heute spannend. Ich denke, wenn man Genuss von allen Seiten betrachtet und mit allen Seiten verbindet, dann kann eigentlich nur das Beste herauskommen. In dem Fall wird es mit Sport verbunden, es wird aber auch mit dem Blick in diese wunderbare Landschaft verbunden, es wird mit dem Blick in den Nationalpark Ruhetal, wenn ich hinüberschaue, zum Kitzsteinhorn verbunden und es wird mit einem besonders genussreichen Menü von der wilden Natur verbunden. In der wilden Natur haben wir unsere Region zu Hause, da schmeckt es halt, wie es in Salzburg schmeckt. Und das alles gemeinsam mit dem Golfen, was kann uns Besseres passieren? Die Veranstaltung war wirklich Genuss auf sämtlichen Linien. Und manche würden sogar noch weiter gehen. Genussregion Österreich ist ja ein großes Thema. Es gibt insgesamt 113 Genussregionen in Österreich, 11 davon in Salzburg und 4 davon im Pinzgau. Wir haben das Pinzgauer Rind, das Pinzgauer Kitz, den Pinzgauer Bierkäse und den Bramberger Obstsaft. Und Kaprun Zell am See ist schlicht ein Genussparadies. Da greift Genussregion sogar zu wenig. Ich behaupte, es ist ein Genussparadies. Und darum ist die Einbettung dieser dreitägigen Golfveranstaltung einfach eine wunderbare Idee. Nicht perfekter sein. Es ist die Landschaft so schön. Die Sonne scheint, zwar nette Herren aus Begleitung. Ein so ruhiges Umfeld, Genuss pur. Über einen Erfolg am Ende der Veranstaltung waren die Golfer aber nicht undankbar, winkte doch den Siegern in der Gruppe ein Genusspaket aus der Region. Der überwiegende Teil der Einnahmen aus Nenn- und Spendengeldern kam aber der Hilfsorganisation Bauern helfen Bauern zugute.